CA Overload mit einem Tutorial über Panoramabilder. So, diesmal mache ich kein Profi-Tutorial, wie es Big Boon macht, sondern ich beginne mit etwas einfacheren, nämlich mit der Erstellung eines Panoramabildes. Dies kann jeder machen, der eine vernünftige, nicht unbedingt vernünftige, eine einfache digitale Kamera reicht nämlich auch aus. Jeder, der eine solche Kamera hat, kann Panoramabilder machen und diese am PC zusammensetzen. Wie geht das Ganze? Die Funktionsweise ist recht einfach. Zuerst einmal braucht man eine normale Digitalkamera, wie zum Beispiel diese hier. Das ist ganz einfach gesagt eine Schnappschusskamera, wie sie ja in fast jedem Haushalt zu finden ist. So, wichtig zu beachten ist, dass wenn man ein Panoramabild fotografieren möchte, man möglichst nicht den Weitwinkel hier 25 mm weit, wenn ihr sowas dastehen habt und es ist unter 35 mm, dann solltet ihr beachten, dass ihr, wenn ihr ein Panoramabild aufnehmen möchtet, es von Vorteil ist zu zoomen. Also einfach zoom ungefähr, so dass ihr den Weitwinkel ausblendet, und das hat den Vorteil, wenn ihr ein Panorama in Weitwinkel zusammensetzt, dann wird das alles ganz grässlich verzerrt und es ist alles nicht mehr realistisch, und die meisten wollen ja ein relativ realistisches Panorama. Was ist überhaupt möglich für ein Panorama? Ja, meistens sind die Panoramen 360 Grad in der Horizontale, das heißt ein komplettes Rundum-Panorama, und ungefähr 60 bis 80 Grad in der Vertikale. Aber um diese 60 bis 80 Grad in der Vertikale zu erreichen, sollte man die Kamera möglichst auch vertikal nutzen, das heißt die Vertikale in die Hand nehmen, um damit fotografieren zu können. Das hat den Vorteil, dass ein größerer vertikaler Bildbereich abgedeckt wird. Er braucht dann zwar mehr Fotos, ich kann das ja mal zeigen. Ja, das sieht dann im Endeffekt so aus, dass man hier die Bilder hat. Und es sollten mindestens so 12 Stück sein. Und wenn man halt vertikal die Bilder nimmt, braucht man zwar mehr Fotos, hat aber insgesamt einen größeren Bereich abgedeckt. Das ist nie von Nachteil. Ja, wie kann man ein Panoramabild nun mit so einer Kamera recht einfach und schnell aufnehmen? Man sollte sich zuerst einmal einen geeigneten Standpunkt suchen und ja, sich auf diese Position einfach stellen. Und wenn man diesen schönen Standpunkt gefunden hat, wie zum Beispiel hier vor einem See, dann ist es nicht von Nachteil, wenn man die Kamera entweder erst einmal auf irgendein Objekt legt, wo man sie bewegen kann, also einfach nur eine Drehachse bilden kann. Da werden die Panoramen eigentlich immer recht gut. Und dann kann man ein Foto nach dem anderen schießen und die Einzelbilder werden dann am PC zusammengesetzt. Wenn man ein Foto geschossen hat, dreht man sich ein kleines Stückchen wirklich bloß weiter, sodass mindestens 40% Überlappung vorhanden sind. Ich zeige das mal hier. Hier haben wir also ein Foto gemacht und dann dreht man sich ein Stückchen weiter, sodass 40% mindestens überlappend sind. Dann kann der Bildeditor das Bild besser zusammenfügen. Und dann macht man eben das zweite Bild. Gut. Wie geht das einfacher? Das ist ja relativ umständlich, wenn man immer einzelne Bilder schießen muss. Die meisten Kompaktkameras haben mittlerweile schon ein Serienbildmodus. Es gibt auch Kameras, die haben schon einen Panoramabildmodus integriert. Allerdings ist es bei diesen so, dass diese meistens recht teuer sind.
und dabei machen sie genau das gleiche, was wir hier auch machen, bloß wir brauchen halt noch den PC dazu. Das heißt, wir wählen entweder über das Menü der Serienbildmodus aus. Das heißt, da gibt es bei vielen Kameras einen Menüpunkt Serienbilder und dort kann man einstellen, ob 3 oder 4 Serienbilder hintereinander geschossen werden sollen oder ob unendlich viele hintereinander geschossen werden sollen. Für ein Panoramabild ist es günstig, unendlich viele zu schießen. Wenn man das im normalen Menü bei Normalbild einstellt, dann hat man den Vorteil, dass die Bilder in voller Auflösung fotografiert werden. Der Nachteil ist allerdings, dass maximal ein Bild pro Sekunde geschossen wird und das Ganze ja recht lange dauern kann. Und ja, das dann recht viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man sich wirklich sehr, sehr langsam die Kamera, nur sehr, sehr langsam die Kamera drehen kann oder beziehungsweise mit diesem Modus ist auch gut möglich, ein Panorama freihand zu erstellen. Man dreht sich also quasi einmal um die eigene Achse und dabei lässt man den Serienbildmodus laufen. Das heißt, man drückt einmal hier auf den Auflöser, hält ihn gedrückt und währenddessen macht die Kamera immer vollautomatisch Bilder. Das klappt allerdings nur im Freien, denn wenn man sich dreht in Gebäuden, da ist meist die Belichtung schlechter, dann tut die Kamera automatisch auch länger belichten. Und damit kommen Verwischeffekte zustande und damit kann man im Prinzip das Panorama auch vergessen. Das heißt, im Freien klappt sowas eigentlich immer sehr gut. In Gebäuden eher weniger. So. Und noch eine Alternative ist, wenn es schnell gehen muss, kann man bei vielen Kameras im Szenenmodus die sogenannte schnelle Serie auswählen. Da schafft die Kamera nicht bloß ein Bild pro Sekunde, sondern gleich mal 3 oder 4 Bilder pro Sekunde. Dementsprechend viele Bilder werden auch in kürzester Zeit produziert. Der Nachteil ist hier allerdings, dass die Bildgröße deutlich kleiner ist. Das heißt, bei diesem Beispiel hier statt 10 Megapixel nur noch 5 Megapixel. Dafür hat man dann ein schnelles Panoramabild gemacht, indem man sich wirklich bloß kurz einmal um sich selbst dreht. Das mag dann zwar etwas merkwürdig aussehen, aber ist sehr effektiv, wenn man sich dann auch mal später das Resultat anschaut. Ja, genau, also das sind die Hinweise, die es zur Erstellung von Panoramabildern zu beachten gibt. Ansonsten ist das eigentlich eine recht simple Sache. Ich nutze immer den Serienbildmodus, manche Kameras haben das wie gesagt noch nicht und ich mache es auch immer freihand, meistens, also weil sich fast für mich nie die Gelegenheit bietet, dass ich meine Kamera irgendwo aufstellen kann, auflegen kann und dann die Kamera bloß um die eigene Achse drehe und mich dann sozusagen mit der Kamera bewege, weil ja, ich kann mich ja nicht selbst fotografieren, das ist ja dann Quatsch. So, was machen wir nun, wenn wir die Serienbilder gemacht haben? Das heißt, wir haben hier eine Bilderreihe aufgenommen im Serienbildmodus oder eben manuell. Ja, und jetzt wollen wir die zusammenfügen. Dafür gibt es ein schönes Programm. Das nennt sich Microsoft Image Composite Editor, kurz Microsoft ICE. Und dieses Programm ist kostenlos bei Microsoft verfügbar. Und es kann auch jederzeit unter dem Namen Microsoft ICE bei Google gefunden werden. Ja, dieses Programm sieht jetzt recht einfach aus und das ist es auch. Es ist zwar auf Englisch, aber das tut der Sache eigentlich nichts entgegen, denn wir nehmen einfach unsere Bilderserie, wählen die komplett aus und ziehen die per Drag and Drop direkt in dieses graue Feld. Dann steht hier Reading Source Images, das heißt, die Bilderserie wird gelesen und ja, verarbeitet, dann werden die Bilder zusammengefügt, das heißt, welches Bild kommt ans andere und dann in diesem Fall wird das Ganze
jetzt zu einem Panoramabild zusammengefügt. Das verbraucht natürlich ein bisschen Rechenleistung. Ich habe hier mal CPU-Auslastung im Bild, 79%. Ich arbeite jetzt mit einem Intel Dual Core. Ja. So, jetzt haben wir natürlich ein wunderschönes Panoramabild, wie wir das hier sehen. Das Problem ist natürlich, ich habe das wie immer, ließ diese Umgebung auch nicht zu, dass ich mich jetzt irgendwo meine Kamera abstützen konnte. Deswegen habe ich das frei Hand gemacht und wie wir sehen, bin ich hier erstmal ein bisschen zu hoch gekommen und dann wieder etwas zu tief und deswegen ist hier diese unschöne Wellenform zu erkennen. Ja, was machen wir da? Da hat der Image Composite Editor dieses Rechteck und dort kann man dann das Bild so beschneiden, dass es gerade so im sichtbaren, vollständig sichtbaren Bereich liegt. So, da muss man dann leider manchmal sogar einiges wegnehmen, was eigentlich noch sehr schön ist. Zum Beispiel hier unten diese Sache von dem Berg. Das muss alles weichen, aber der Gesamtaussage des Bildes schadet das meistens nicht. Das heißt, alles, was sich in diesem Rechteck befindet, wird dann unser Bild. Gut, das haben wir jetzt im Prinzip erledigt und dementsprechend können wir das Bild exportieren. Das Bild ist natürlich jetzt enorm groß, denn alle Fotos in 10 Megapixel Auflösung werden jetzt zu einem riesengroßen Panoramabild zusammengefügt. Das heißt, das ist 18.000 Pixel lang und 3.300 Pixel hoch. Hier sehen wir nochmal, dass die Vertikale 74 Grad beträgt und alle 16 der 16 Bilder wurden zu einem 360 Panorama horizontal zusammengefügt. Wenn das nicht der Fall ist, dann steht hier manchmal nur 13 von 16 Bildern wurden zusammengefügt und das kann passieren, wenn ihr zum Beispiel viel Wolken habt und der Image Composite Editor kann da nichts anfangen, welches Stück der Wolke gehört jetzt zu einem anderen Stück der Wolke. Es muss also irgendwo in dem Bild ein markanter Punkt sein, wie dieses Gestein hier unten, wo man feststellen kann, was das vorherige und das nachfolgende Bild des Panoramas ist, sonst wird das nichts. Deshalb auch die 40% Überlappung, die sein sollten bei so einem Panorama, das ist für das Programm dann deutlich leichter, ein komplettes Panorama zusammenzusetzen. Ja, das klappt nicht immer so, wie es jetzt klappt. Eine andere Sache ist, dass wir zum Beispiel hier ein Haus haben, und auf der anderen Seite des 360 Grad Panoramas haben wir das andere Stück vom Haus. Das ist natürlich auch so etwas. Der Microsoft Image Composite Editor fragt nicht, wo in den 360 Grad das Panorama abgeschnitten werden soll. Also sozusagen abgetrennt wird, was rechts ist und was ganz links ist. Das macht er auch vollautomatisch und deswegen kann das auch manchmal zur Zerschneidung von zwei Objekten kommen, die man eigentlich gerne zusammen hätte, wie es hier ist. Aber ich finde das nicht unbedingt sehr tragisch. So, dann sieht das Panoramabild natürlich jetzt auch insgesamt etwas merkwürdig aus, wenn man bedenkt, das ist der Berg, der vor einem ist und das ist der Berg, der direkt hinter einem ist und man steht sozusagen zwischen dieser Seite und dieser Seite. Die ist rechts von einem und die ist links von einem und das ist hinter einem. Man blickt sozusagen vor auf diesen Berg. Ja, hier sieht das so aus, als wäre rechts ein Berg und links ein Berg und dazwischen ist irgendwo noch ein Stückchen Schlucht. Das mag vielleicht den Blick auf die Wirklichkeit etwas verschieben, trotzdem ist es ein nettes gestalterisches Element und kann
kann unter Umständen auch ganz neue Bildkompositionen hervorbringen. Außerdem hat ein Panorama den Vorteil, wenn man dieses komplette Bild hier hat, kann man sich einen Ausschnitt einfach heraussuchen und sagen, ich möchte nur diesen haben oder ich möchte nur diesen hier unten haben. Das kann man mit Einzelbildern nicht, denn da muss man direkt vor Ort entscheiden, was man fotografieren möchte. In diesem Fall bietet also ein Panorama auch etwas Freiraum zur Bearbeitung am PC. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben unser Panorama beschnitten. Jetzt können wir es exportieren. Dazu bietet Microsoft Eyes eine Vielzahl von Exportformaten, beispielsweise JPEG oder TIFF oder Adobe Photoshop Format oder das verlustfreie PNG Image. So, dort können wir auch die Größe verändern, meinetwegen, ich möchte nur 50% haben, dann ist das Panorama schon deutlich kleiner. Gut, ich möchte es jetzt in voller Qualität exportieren und das auch als JPEG, aber auch mit 100%iger Qualität. Hier kann man noch ein JPEG-Thumbnail erstellen. Das ist ein kleines Vorschaubild, wenn man das zum Beispiel auf eine Webseite hochladen möchte. Gut, ich möchte das jetzt in voller Qualität exportieren. Das wird allerdings dann nichts für die Webseite, sondern eher für den heimischen PC, denn das Bild wird dann um die 50 MB groß. So, das ist dann je nach Bild. Größe und nach Rechner, den man hat, eine 5-minütige Angelegenheit so circa oder 2- bis 5-minütige, je nachdem. Ja, moderne Rechner haben da kein Problem, aber wir sehen, die CPU-Auslastung geht auf 100% hoch. Ja, also ein Dual-Core wird vollständig ausgelastet, weil das Panoramabild zu komprimieren, das fordert den PC schon ganz schön. Wichtig bei der Erstellung von solchen Panoramen ist auch, dass man seinen Standort oder seinen Standort nicht ändert. Ja, ich denke, das sollte klar sein, sodass man wirklich ruhig auf der Stelle stehen bleibt, damit man das bestmögliche Resultat erzielen kann. So, und dementsprechend kann man dann ein Stück Umgebung mit nach Hause nehmen und das hier in diesem Programm zusammensetzen, was ich eine sehr schöne Sache finde. So, jetzt können wir das Ganze mal anschauen. Und das ist das Panoramabild, jetzt in enormer Größe. Und die Details, denke ich mal, sind auch enorm. Wir können also richtig weit rangehen hier. Und dementsprechend diese Berge oder diese Landschaft hier direkt bis ins Detail verfolgen auf so einem großen Bild aufgrund der hohen Auflösung. Man kann auch hier den Berg von nahem sehen. Das ist alles möglich mit so einem Panoramabild. Man kann sich auch jetzt hier sagen, ich möchte nur diesen Ausschnitt oder ich möchte nur den Blick ins Tal. Man kann sich daraus ein eigenes Bild erstellen. Ein Wallpaper beispielsweise von Desktop. Ja, also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, dieses Panoramabild zu betrachten, auch in einem Panorama Viewer, der ist dann allerdings selten kostenlos. Dort kann man das Ganze nochmal aus der Sicht von sich selber betrachten, als würde man dort stehen. Da wird das Bild in eine Art virtuellen Raum gelegt und man hat dann die Möglichkeit, mit Hilfe der Maus dahin rumzuscrollen und man kann sozusagen noch einmal im 360-Grad-Winkel, da werden dann die Enden des Panoramas auch zusammengefügt, kann man dann im kompletten sphärischen Panorama praktisch, also sphärisch kann man nicht sagen, denn wir haben ja nur 74 Grad in der Vertikale, aber diese 64 Grad kann man dann wirklich komplett erkunden. Und das ist eigentlich eine nette Angelegenheit.
dieses Feature bietet leider Microsoft Eyes nicht. Dafür muss man Panorama oder Panoramenbetrachter extra zukaufen. Das ist aber auch dann keine Freemail mehr, und ich habe gesagt, dieses Tutorial wird ja ausschließlich was sein, was man mit Freeware machen kann. Insgesamt doch ein relativ ansehnliches Ergebnis, wie ich finde. Ja, wer das Ganze natürlich selber mal probieren möchte, dem steht da nichts im Weg. Man sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, so ein Panorama zu machen, denn eine Digitalkamera hat eigentlich jeder. Und egal, ob sie nun diesen Serienbildmodus verfügt oder ob sie keinen hat, man sollte trotzdem mal sich irgendwo hinstellen und Stück für Stück die Geduld haben, ein Panorama zu erstellen, zu fotografieren. So, das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet was dazulernen. Und ja, ihr könnt natürlich unsere Videos auch immer kommentieren. Und wir würden uns natürlich auch über Anregungen freuen.